Okay, gut. Dann sind wir ja auch noch falsch. Wo müssen wir jetzt aber hin? Okay, da können wir nicht weiter, dort können wir nicht weiter. Dann gucken wir kurz auf die Karte. So, dort können wir nicht weiter. Da drüben waren wir schon. Lulululu. Kann ja dann bis hier drüben weitergehen, oder? Oder etwa nicht? Hm. Dort unten ist noch ein Häuslein. Hier rüber kommen wir auch noch nicht. Dort auch noch nicht. Ja, okay. Wir haben ja auch nichts mehr, ne? Oder haben wir irgendwas... Ach, verdammt. Haben wir etwas ganz was Tolles im Inventar, was wir, mit was wir diesen Geist hier erschrecken könnten? Nö. Können wir den nochmal anquatschen? Lala dich, Lala Geist. Ich bin Furchteinfluss. Ja, das wissen wir ja schon. Und so, unheimlich. Habe ich dich erschreckt? Nö. Ich bin ein Geist, Geist, ist doch klar. Und jetzt kannst du mir durch mich durchsehen. Ja, ja. Der Geist achtet nicht mehr auf Jack und singt sein merkwürdiges Lied vor sich hin. Es scheint so, als wenn du irgendetwas mit ihm machen musst, um hier weiterzukommen. Ja, ich glaube, da fehlt uns noch irgendwas. Wir haben bloß noch 22 Schuss, sehe ich gerade. Eieiei. Vielleicht habe ich hier irgendwas über... Eieiei. Ich wollte gerade noch ganz fix ausweichen. Hey! Leck mich... Oh nein! Bin ich blöd? Manchmal bin ich wirklich blöd. Stirb doch mal! Stirb doch jetzt mal einen grausamen Todes! Das geht doch. Ach du Kacke. Bah! Da wird gesehen, der Armleuchter! Haha! Na, dann geht's halt hier weiter. Hoffe ich. Ach du Scheiße. Ey, ich bin doch ausgewichen, der schießt in der Ecke. So ein Arsch. Mist. Ich glaube, ich gehe gleich wieder drauf hier. Nein! Nein, man kann ja auch nichts machen, wenn man... Ah, ist auch schon das nächste Dungeon. Ja, und das war nur ein Lebensbalken hier. Ach, das kann doch wohl nichts werden. Freunde, ihr kennt die Prozedur schon. Safe Position auf Slot 1. Nein! Och, Mann. Okay. Na, bleib doch aber stehen, wenn ich auf dich schieß. Mensch. Ah. Okay, die können hier nicht runterschießen, das ist schon mal viel wert. Da sind wir schon einigermaßen safe. Aber wie geht das mal hier rein? Ah. Ah, sag mal, oh mein, oh mein. Und das. Hallo? Kann man mit irgendwas machen? Nö. Schade. Aua! Bist ein Arschloch, hatte ich fast gesagt. Aha. Ich schau mal kurz auf die Karte. Naja! Ach du Kacke! Hi, der Witzka! Boah, okay, die Schüsse kann man abwehren, das ist gut. Mit der Uzi. Absa. Balf, geh. Wir haben mal drüber geredet. Boah.
Mhm. Huha, huha, huha. Schatztruhe gefunden, halt, kann er halten. Gut, zumindest behalten wir das. Jetzt haben wir schon zwei Leben verloren, jetzt haben wir bloß noch eins. Scheiße. Finde ich unglaublich scheiße. So, du kannst doch schon mal im Anus lecken. Bah. Ja, cool, wenn man Munition finden würde. Das war fett, das fand ich geil. So voll die, so die Dutschmetter-Munition. Okay, jetzt haben wir da bloß noch die Knarre. Ja! Eine Umstellung. Meine Fresse. Boah, das wird knapp. Eieieiei. Aha. Hui. Komm mal her, lass uns schon schießen. So. Hm. Lass mal hier rüber gehen. Wir bewegen uns erstmal etwas nach rechts. Okay. Okay. Gut, ist halt schön, dass wir die von... Mist. Dass wir die halt so schön von unten weg, von oben wegnatzen können. Okay. Wir gehen mal gerade erst rauf. Und schauen mal, was hier ist. Das ist ja wohl ein Scherz. Gut, gehen wir nochmal runter. Gunman Joe ist unterwegs und isst seinen letzten Keks. Okay, das bringt jetzt hier gar nichts. Hey, wir haben doch eine andere Waffe mit aufgesammelt. Naja, egal. So, gut, dann bringt uns das hier auch nicht gerade weiter. So. Ich bin der Schlechter von Bagdad. Ah. Supsi, supsi, supsi. So, guck mal, was hier los ist, was? Liebe Freunde der Nacht. Hey, der Witzka. Wenn ich jetzt wüsste, was ich wüsste. Oh, Schatztruhe gefunden. Bronzespiegel erhalten. Mhm. Alles klar, liebe Freunde, wir müssen eine Etage höher. Da muss es ja schließlich irgendwo weitergehen, ne? Gut. Na ja, gut, so geht's auch. Nein! Boah, du Sau. Man kann so rund übertreiben, was? Sorry. So. So. Oh, Mann, die... Nein! Okay, ein Leben haben wir noch.
So. Scheiße, ich hab Schiss. Bah. Okay, wir sind jetzt bei Gunman Show oder keine Ahnung. Was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir da? Wir laden einen neuen ein. Wir sehen in Slot 1. Sorry, aber sonst... Ich habe keinen Bock hier das stundenlang. Wer wagt es, sich uns der Besitz zu widersetzen? Was? Nur dieser Junge. Was für eine Farce. Der Körper wird neben meinen Ninja-Künsten wie ein Haufen Kohle verbrennen. Baha! Gibt's eine... Was? Nein. Ach du liebe Güte. Kann man sich vor dem irgendwo verstecken? Naja. Ja, ich. Ja. So, jetzt macht er dieses komische Feuer. Okay. Halt. Mist. Okay, Nein! Ah, oh, fuck! Okay, nicht schlecht, Herr Specht hier! Na! Jetzt schieß doch mal auf den Arm, Leuchter. Eieieiei, aua. Mist, was mach ich denn jetzt für eine Kacke? Okay, da oben bin ich safe. Okay. Na klar. Ach, Mensch. Halt mal die Klappe. Nein! Ey, das Vieh ist schwer. Meine Nerven. Okay. Und nochmal rein. Gut, also da drüben hat er mich jetzt erwischt. Ja, wir wissen es doch. Ja, ich. Was für eine Farce. Ja, deine Ninja-Künste sind unglaublich toll und ich bin... Ach, scheiße. Und ich bin ja unglaublich begeistert von dir und meinem Können. So. Nein! Gott verdammte Kacke, wieso wischen wir mich jetzt hier? Na? Hallo? Wieso hab ich denn getroffen? Nein, ich Trottel! Bei manchen bin ich wirklich blöd. Ja, ich weiß, ich bin gleich tot. Nein! Jetzt nervt's. Freunde, es nervt. Und einen Schluck trinken. Ja, ich weiß. So langsam weiß ich's doch. Wie viel Schuss braucht der Arsch?
Ach Mann, warum verballerst du immer gleich Munition? Ja, du hässlicher, komischer Ninja. Wie jetzt? Wieso haben wir jetzt nicht getroffen? Wieso treffe ich den nicht? Ich habe jetzt noch keinen Treffer gelandet. Na, feine Sache. Na klar. Ah, scheiße. Nein. Ich hasse ihn. Ihn und seine ganze verkappte Brut. Na klar, jetzt waren wir doch in der Mitte. Okay, da verändert immer seine Drecksposition. Na, was ist denn jetzt hier? Bitte. Na klar. So, jetzt müssen wir roten hier, oder was? Rote mal mit Rosendol. Och, der nervt. Ja, jetzt bleibt er aber stehen. Köpfessel. Au. Wie ist das gerade explodiert? Du brauchst jetzt kein Brot. Okay, ich darf dich auflösen. Okay. So, eine Futscherei. So soll es sein, auch wenn ich mein eigenes Leben gefährde. Sei bereit, die wahren Geheime der Ninja-Küche zu erleben. Den Mega-Ninja-Sturz. Was? Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.